Wir zeigen euch heute das Experiment selbstaufblasender Luftballon. Was wir brauchen: eine Glasflasche, Abflussreiniger, Alufolie und einen Luftballon. In die Glasflasche wird etwas Abflussreiniger gegeben. Darauf gibt man einige Alukügelchen in die Flasche. Schließlich wird der Luftballon über die Öffnung der Flasche gestülpt und nun könnt ihr beobachten, was passiert. Der Luftballon wird aufgeblasen. Wie man sieht, hat sich der Luftballon aufgeblasen. Zur Erklärung: im Abflussmittel ist Natriumhydroxid enthalten. Das Natriumhydroxid reagiert auf Aluminium und es entsteht ein Gas, das den Luftballon aufbläst. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen.